Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Lego Star Wars, das macht er macht. Wir machen weiter auf der Map Notsignal. Ich habe keine Freunde. Nun, wie gesagt, vielleicht hattest du einmal Freunde. Nein, das ist jetzt scheiße. Vielleicht habe ich bald wieder Freunde. Warum muss ich jetzt noch die Typen auf die Scheiße sind? Vielleicht hast du sogar jetzt Freunde. Also ich habe keine, der schießen kann. Omri. Seht, noch eine Fluchtkapsel. Es könnte Überlebende geben. Ich empfange keine Energiesignatur. Ihre Versorgungssysteme sind wohl ausgefallen. Dann ist es ja gut, dass wir eine laufende Batterie mit uns führen, nicht wahr? Oh. Ja, aber wie hieven wir ihn da hinauf? Ich glaube, das brauche ich später. Jetzt muss ich nach da bauen, genau. Oh. Vollidiot, bleib doch da stehen. Bleibst du da bitte stehen, du Vollhonk! Du sollst da stehen bleiben! Fuck man, jetzt, warum hat er jetzt neben zurückgewechselt? Ich wollte eigentlich zu dem anderen Typen machen. Hier, zu dem hier. Warum? Moment. War das aber ganz geschickt. Das wäre zu blöd. Ach, ich bin doch doof, ey. So was von verblödet. So, jetzt hole ich den nach oben. Jetzt bleibst du da oben stehen. Jetzt mache ich das Ding hier kaputt. Dann sollte man über die richtige Taste drücken. Dann gehst du darüber. Und dann habe ich den falschen darüber geholt. Dann brauche ich den Gong-Druiden da oben, Alter. Vielleicht ist er auch deswegen so dumm und so immer wieder runtergerannt. Jetzt nehme ich den hier. Bau das hier wieder auf. So, jetzt weh, du rennst jetzt runter. Ja, okay, deswegen ist er wieder runtergerannt. Okay, ich dachte jetzt hier wieder Bug, aber nee, ist doch kein Bug. Einfach nur wieder typisch für mich, dass ich natürlich nicht sehe, dass ich den falschen Charakter habe. So, er hier kann das. Da verfliegt die Rakete los. Und macht ein riesiges Boom, so dass ich schon wieder ein Minikit. Minikit. Oh fuck. Oh scheiße. Piss dich einfach, du scheiß Vieh. Piss dich einfach. So. Da komme ich im feinen Spiel bestimmt leer. Hoch mit dem Sie muss automatisch gestartet sein. Nicht ganz. Oder? Leer. Noch mehr dieser öligen Teersubstanz. Wir müssen sie wieder leeren. Oder so. So kommt man auch an. Die Richtung. Warum auch immer ist das Ding getrocknet? Ich weiß nicht. Aber da haben wir jetzt irgendjemand, der... Was macht kein Warte konnte. Nee. Warum muss ich da genau den verlieren, der das ballern kann? Aber kommt das hier eine davon? Wir können alle noch schlagen. Hier brauchen wir jetzt die 3PO und das wieder so ein dummes Tintenfisch, oder was das sein soll. Für mich ist es ein Tintenfisch. Warte, hier kann ich doch was runterschieben. Okay, das würde ich wahrscheinlich mit dem Teil aktivieren. Jetzt kommen wir her, 3PO. Hoffentlich kannst du es mit einem Arm noch. Also jetzt haben wir auf jeden Fall mal gesehen, warum C-3PO nur noch einen Arm hat. Weil der eine von Loch Ness gefressen wurde. Ne, von Loch Ness, von Nessie. Es scheint, als könnten wir das nur mit vereinten Kräften aus unserem Weg räumen. 3PO, du könntest hier euch auch mit angreifen. Oh, stirb. Oder geht das nicht, weil du nur einen Arm hast? So, die Kiste fällt dahin, fällt dann da runter. Oh, geil, mit dem Wassertropfen auf der Kamera. Wenn das Wasser sein soll. Jetzt fängt es an zu regnen. Säureregen? Oh nein! Wenn wir da rausgehen, ist so was geschehen.
Ich glaube, ich sehe da hinten einen intakten T-Jäger. Wir könnten seinen Kommunikator verwenden. Kommen wir auf zu reden. Ich scanne, ob sich hier was Nützliches verbirgt. Aber das ist geil mit dem... Ich werde sie ablenken. Seht ihr das mit dem Regen auf der Kamera? Wie geil das aussieht. Jetzt sind nur noch wir zwei übrig. Diese Droiden waren zwar streng genommen meine Feinde, doch sie haben mich gerettet. Ich verliere sie ungern an diesem Planeten. Da stimme ich voll und ganz zu. So, das dritte Minikit haben wir auch schon mal. Das war jetzt ehrlich gesagt wieder einfach. Übrigens, was ich mir jetzt auch nochmal sagen wollte, Folge, ich spiele übrigens auch nebenbei. Aber das nehme ich nämlich nicht auf, sonst wisst ihr es ja. Ich spiele auch nebenbei das Spiel Castle Clash oder Schlosskonflikt auf Deutsch. Deutsche Version davon. Das Spiel heiße ich Mini Ben. Mit Energie in den LOL. Also müssen wir uns zusätzlich da oben ist ein Minikit. Ben, wo ist ein anderer Typ jetzt? Also, wo sind die ganzen Typen? Die verschwinden ja alle nacheinander. Ich dachte, ich muss irgendwie jetzt in der Zeit draufspringen. Auf jeden Fall heiße ich da Really Man, wenn der geht in LOL. Boah, Alter, das Wasser auf der Kamera sieht so geil aus. Allein deswegen lohnt es sich schon, die Erweiterung zu kaufen, wegen dem Wasser auf der Kamera. Ich glaube, das hier ist für dich, C3PO. Ja, hab ich auch schon gemerkt. Also, falls ihr mich da seht, dann bin ich das. Wir müssen umgehend das Notsignal senden. All diese Anstrengung hat wohl die Energie meines Reserveakkus verbraucht. Du kannst doch nicht in diesen Reden gehen. Das ist verrückt. Du opferst dich. Du meine Güte. Der Säureregen hat deinen Lack bis auf die Grundierung abgefressen. Ich fürchte, er hat mehr als das getan. Das Notsignal wurde gesendet. Deine Freunde werden sicher bald kommen. Und dein anderer Freund, Akbar. Er ist auf einem Schiff im Parkora-Sektor. Es scheint, als wäre deine Mission dennoch ein Erfolg. Oh, und schon ist er kaputt. Dem Schöpfer sei Dank, mein Signal ist angekommen. Hier drüben! Renn ich selber noch da rein. Ach guck mal, jetzt hat er den Arm von ihm genommen. Okay, das ist interessant. Ah, Po und BB-8. Na los, verschwinden wir von hier, 3PO. Master Po! Regenschirm. Generalin wird der viel zu klein ist. Danke, aber eigentlich war ich der Einzige in der Gegend. Das ist mein neuer Arm. Er gefällt mir eigentlich nicht. Hm. Mir auch nicht. Aber er ist von einem Freund. Hallo, ich bin immer noch hier. Warte, lebt doch! Ich habe allerdings erfahren, wo Admiral Akbar festgehalten wird. Klasse! Dann können wir Kylo Ren zuvorkommen. Warum frisst er Knochen? Guck mal, die putzen da. Der Druide putzt die auch. Hey, Druiden können doch gar nicht, können doch gar kein Wasser ab. Die sind doch mit Metall. Mechanisch. Metall, ja, Metall vielleicht auch. Phantom Limb frei, Spiel freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eigentlich das beste Level. Weil es noch ein bisschen länger war, glaube ich, als die anderen. Ja, gut. Unwesentlich. 3 Minikits haben wir gefunden, aber auch. Ja, toll, ein tolles Raumschiff haben wir noch bekommen. 2W2, C3PO toll, bla bla bla, wollen wir jetzt nicht angucken. 258 von 262, das ist auf jeden Fall nicht mehr viel, also alle Charaktere haben wir schon mal. Das ist gut. Und jetzt haben wir alle Level durch, jetzt fehlt nur noch das freie Spiel. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Wenn ich allerdings heute nicht mehr aufnehme, erstens schaffe ich es nicht mehr, und zweitens habe ich auch keine Lust. Ich sitze hier unten, 285 von 285, 97,8% haben wir. Haben auch alle Flieger. Minikits fehlt uns natürlich noch eine ganze Menge. Was heißt eine ganze Menge? 15 Stück. Müssen das jetzt sein, wenn ich mich nicht erzählt habe. Vareni haben wir schon mal überall. Und sonst haben wir sowieso alles. Und die rote und die goldene Steine natürlich. Also will ich jetzt mal sagen, das war's in die Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao!